Hallo zusammen, heute diese paar Schuhe Skype Crossover Nike LED Woche. Die Besonderheit dieses Paar Schuhe sind auf den ersten Blick erkennbar. Also die sogenannte Deckungsdistribution, das heißt zwei Paar Schuhe zusammenzusetzen. Zuerst sehen wir hier zwei Schnürsenkel, zwei Zungen, zwei Sohlen und zwei Swatches Logo. Das Konzept der Überlagerung wird in diesem Paar Schuhe überall implementiert. Und die Farbe ist auch sehr auffällig, da die drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau verwendet wird. Es ist hell und harmonisch und das Material jeder Farbe ist eigentlich unterschiedlich. Also sehen wir hier, die rote Zehenkappe ist aus Wildleder. Das gelbe Swatch-Logo aus weichem Leder und das blaue Obermaterial aus Nylonnetz. Dieses Mesh-Design macht das Gesamtpaar Schuhe sehr atmungsaktiv, was sich auch von der zweiten Generation unterscheidet. Diese Mesh-Oberfläche eignet sich eigentlich sehr gut für diese heiße Sommer. Und die doppelschichtigen Schnürsenkel machen die gesamte Schuhe sehr stabil. Und die äußere Zunge ist das Nike Retro Logo und die innere ist der gemeinsame Name von Nike und Sky. Darüber hinaus haben die Eigensohle und die Hacke auch das gemeinsame Name von Nike und Sky, wodurch man auf den ersten Blick versteht, ob das Produkt ist die Zusammenarbeit von den beiden. Und das Gelbe hier auf der Innenseite des Schuhs ist Lammwolle, die sich sehr weich anfühlt. Und hier besteht aus weichem Schaumstoff, der eine sehr stark Elastizität aufweist und auch über eine gute Dämpfungswirkung verfügt. Und die Sohle. Die Sohle hat eine Waffelform und einen starken Anpressdruck. Kurz gesagt, es ist ein sehr hetero Laufschuh. Das war's. Mach's gut und ciao.